Ich bin Pedro Leal von Mater Spei. Alles, was Sie gleich sehen werden, entspringt einer innigen Liebe zum Papst und zur Kirche. Wir bemühen uns hier mit Tatsachen und Zeugenaussagen zu liefern, um herauszufinden, was sich tatsächlich in Garabandal zugetragen hat. Diese Liebe zur Wahrheit und zur Kirche ist es, die uns zu dieser Arbeit ermutigt hat. Wir unterwerfen uns der kirchlichen Autorität, der das endgültige Urteil über diese Ereignisse obliegt. Ich hoffe, dass dieser Film Ihnen hilft, sich noch inniger mit dem Herrn und unserer Mutter zu vereinen. Ich danke Ihnen vielmals. Manchmal sind die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte diejenigen, die ignoriert und zum Schweigen gebracht werden. Als ob sich der reißende Strom eines gewaltigen Wasserfalls irgendwie eindämmen ließe. Warum geschieht dies? Wir werden sehen, dass das, was sich in den 60er Jahren in San Sebastian von Garabandal zugetragen hat, eines der wichtigsten Ereignisse der Geschichte ist. Aber nicht nur das. Dieses Ereignis, diese Botschaft ist für Sie wichtig. Unsere himmlische Mutter kam nach Garabandal, um alle ihre Kinder zur Umkehr aufzurufen. Der Eucharistie wird immer weniger Bedeutung beigemessen. Ihr müsst mehr Opfer bringen. Die Zeit der letzten Warnungen steht schon bevor. Sie spricht sogar von einer Warnung, einem Wunder und einer möglichen Strafe. Die Gottesmutter erschien in einem verlorenen Dorf im Norden Spaniens, um allen ihren Kindern in einer besonders schwierigen Zeit der Menschen- und Kirchengeschichte beizustehen. Wovon sprach sie? Leben wir jetzt in entscheidenden Zeiten? Von den Priestern, Bischöfen und Kardinälen gehen viele den Weg des Verderbens und reißen viele Seelen mit sich. In den 1960er Jahren war dies sehr schwer zu glauben, heute nicht mehr. Im Verlauf dieser Untersuchung werden wir Experten, Ärzte, Theologen und Augenzeugen zu den Ereignissen befragen, um eine Antwort auf die Schlüsselfrage zu finden. Was genau hat sich in Garabandal zugetragen? Warum wurde alles so schnell ignoriert und vergessen? Wurden die Ereignisse wirklich untersucht oder gar zum Schweigen gebracht? Ist es wahr? Warum wurden die Erscheinungen nicht offiziell anerkannt? Tausende von Erscheinungen, von Wundern, von bedeutsamen Gnaden der Bekehrung ergießen sich heute wie ein unaufhaltsamer Gnadenstrom auf die Erde. Unsere liebe Frau vom Berge Karmel von Garabandal ergießt weiterhin ihren Segen über die Welt. Sie, die Mutter Gottes und unsere Mutter, möchte, dass ihre Kinder zu Gott zurückkehren, bevor es zu spät ist. Ich bin Pater José Luis Saavedra. Ich bin Doktor der Theologie mit dem Schwerpunkt Geschichte an der Universität von Navarra. Ich bin Jorge Fernández Díaz. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Beamter bei der spanischen Arbeitsschutzbehörde. 40 Jahre lang war ich ununterbrochen in der Politik tätig. Mein Name ist Ángel María Rojas. Vor 62 Jahren trat ich in die Gesellschaft Jesu ein und wurde vor über 50 Jahren zum Priester geweiht. Ich bin Javier Paredes, Professor am Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Universität. Deshalb betrachte ich die Erscheinungen in Garabandal aus einem historischen Blickwinkel. Dort, wo sich Erscheinungen ereignen, sind die von Gott gesandten Botschaften, die von der Gottesmutter überbracht werden, eine Hilfestellung für die Kirche in diesem historischen Augenblick. Lourdes war ein Kampf gegen den Rationalismus. Die Jungfrau bat Bernadette, Schlamm zu trinken und Gras zu essen. Die Menschen waren empört, als sie das sahen. Jetzt aber besuchen Lourdes jährlich Millionen Menschen. Fatima war der Kampf gegen den Kommunismus, eine totalitäre Ideologie, die Millionen Menschenleben auslosch. In Garabandal ist die Botschaft noch eindringlicher. Bueno, creo que el momento
Der Zeitpunkt, in dem die Jungfrau in Garabandal erschien, war ein ganz besonderer Moment in der Geschichte der Kirche. Da gibt es keine Zweifel. Garabandal fand zeitgleich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil statt. Garabandal begann 1961 und endete 65. Das Konzil begann etwas später und endete im selben Jahr. Das Zweite Vatikanische Konzil fand 1962 bis 65 statt. In diesen Jahren erschien die Mutter Gottes hier und gab Botschaften. Nun versteht man besser, warum sie diesen Moment aussuchte. Das 19. Jahrhundert bringt den Sieg einer Idee hervor, die bereits seit Jahrhunderten und insbesondere seit dem Zusammenbruch der Kirche mit Luther latent war. Die Idee der Selbstbestimmung des Menschen. Der Mensch als ein autonomes Wesen, das sich eigene Gesetze gibt. Diese Idee fand Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auch innerhalb der Kirche Zuspruch. In einer seiner wichtigsten Enzykliken, Veritatis Splendor, spricht Johannes Paul II. Von einer enormen Krise in der Kirche, in der sogar Seminare und theologische Fakultäten von der Lehre der Kirche abgefallen sind. In den 10 Jahren nach dem Konzil wurden 17.000 Priester säkularisiert und 25.000 Ordensleute gaben das geweihte Leben auf. Und wir sehen es konkret in der Krise der geistlichen Berufungen. Bis 1964 hielten sich die Berufungen in Spanien konstant bei etwa 8.100 oder 8.200 Seminaristen. Im Jahr 1964 sank die Zahl auf 1.000 und hält sich etwa bei 1.000. Die Krise in den Jahren nach dem Konzil war unglaublich. Einfach enorm. 1962, genau zu Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils, kommt es zur Kuba-Krise zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion aufgrund der Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Castros Kuba-Insel. Das war im Oktober 62. Wir wissen, dass ein Krieg unmittelbar bevorstand und nur der Befehl dazu fehlte. In der Zwischenzeit läutete das rote Telefon zwischen Kennedy und Khrushchev unaufhörlich. Dies waren außerordentlich ernste Momente. Wir standen kurz vor dem Ausbruch eines Nuklearkriegs. Versetzen wir uns in das Jahr 1961. Ganz genau in das Dorf San Sebastian von Garabandal. Man konnte es nicht mal mit dem Auto erreichen. Und dann gab es diese Mädchen, die praktisch Analphabetinnen waren und die vieles von dem, was die Jungfrau ihnen sagte, gar nicht verstanden. Warum erzählt die Jungfrau diesen Mädchen Dinge, die sie nicht verstehen, aber dennoch so weitergeben? Weil die Erscheinungen von Garabandal an uns alle gerichtet sind. Pues yo soy David Toribio Cosío, nací el año 1935 en San Sebastián de Garabandal y allí viví casi toda mi vida. Yo soy Celina, nací en San Sebastián de Garabandal y tengo 83 años, o sea que nací el 23 de octubre del 35. Yo soy Maximina González, hermana de la madre de Conchita. Tía de Conchita y madrina. Soy José Román Serrano Martínez. En su día estuve en Garabandal en el año 61. Era veinteañero. Mi padre tuvo la fortuna de llegar a Garabandal a través de un buen amigo, Eustaquio Cuenca. Y bueno, de alguna manera se llegó a un acuerdo entre ellos de decir, oye, ¿por qué no va tu hijo a dar unas clases por allí estos chavales? Pasa un fenómeno un mes o dos meses allí, en el verano entero. El pueblo no se parece nada hoy a como era entonces. Entonces había muchos pedruscos, muchas piedras, charcos, desigualdad del terreno. Era complicado andar por el pueblo en aquel tiempo. Allí me preguntan a veces, me dicen, ¿allí fuiste al colegio? Digo, allí hice las carreras detrás de las ovejas, al colegio muy poco. Cuando nevaba, que no podíamos salir al campo a trabajar, entonces íbamos, que eran fiestas para nosotros. Pues casi todo el trabajo era al 100% ganadería.
vacas, caballos, ovejas. Como todos trabajábamos al campo, el primero que terminaba de meter la hierba, ahora por ejemplo, en este tiempo, iba a ayudar al que iba el último. Siempre andábamos así. En casi todas las casas oía usted que en las cocinas se estaban rezando el rosario. Yo me recuerdo de mis padres, yo recé mucho y me hacía la dormida a veces para no rezar el rosario en casa. Pero era un pueblo muy súper religioso, un pueblo muy bonito era, muy bonito era. Yo tenía 26 años y cuando empezaron las apariciones, que empezaron el 18 de junio de 1961. An jenem Tag spielen vier Mädchen, Marilolli, Jacinta, Marie Cruz und Conchita im Dorf und pflücken unerlaubt einige Äpfel eines Nachbarn, als sie plötzlich einen Donnerschlag hören. Sie hoben den Kopf und blickten auf die ringsumliegenden Täler, aber nirgends gab es ein Anzeichen eines Sturms. Genauso hatte es in Fatima und in Lourdes begonnen. Sowohl Schwester Lucia als auch die heilige Bernadette sprechen von einem Donnerschlag. Die Mädchen erkennen, dass sie schlecht gehandelt haben und deuten den Donnerschlag als ein Zeichen Gottes. Plötzlich fällt eine von ihnen auf die Knie, schaut zum Himmel, wird blass und ihr Gesicht wird wechseln. Als eines der Mädchen weglaufen will, um die Mutter zu rufen, fallen plötzlich auch die anderen drei auf die Knie und haben die gleiche Vision. Es ist ein Engel, der ohne ein Wort zu sagen sie mit Ehrfurcht erfüllt. Nach der Ekstase sind sie noch ganz verwirrt und in sich gekehrt und beschließen, zur Kirche zu laufen. Auf dem Weg dorthin spricht sie ein Mädchen an. Wo kommt ihr denn hergerannt? Sie antworten, wir haben den Engel gesehen. Sie laufen weiter und suchen die Lehrerin. Sie ist sehr erstaunt und sagt, wir werden 2 oder 3 Tage lang beobachten, ob das so weitergeht. Sie vertraut ihren Schülerinnen, denn sie weiß, dass es normale Mädchen sind und dass das, wovon sie erzählen, möglich ist. Am nächsten Tag befragt der Pfarrer, Herr Valentin, die Mädchen eins nach dem anderen und findet keine Widersprüche in ihren Aussagen. Am Nachmittag kehren sie allein zu Calleja zurück. Sie beten den Rosenkranz, aber es passiert nichts und sie müssen ohne Ekstase nach Hause zurückkehren. Als die Mädchen an diesem Abend zu Bett gehen, hören alle vier, jede in ihrem eigenen Haus, eine Stimme, die ihnen sagt, macht euch keine Sorgen, ihr werdet mich wiedersehen. Los primeros días fueron la cosa más maravillosa del mundo. Y primero yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, ya me entró la curiosidad de verlas. Rezaban el rosario y al terminar el rosario era cuando tenían el éxtasis y se quedaban rígidas. No las podíamos mover del sitio, ni un dedo, ni mover un dedo, ni nada. Pues venía gente que no creía en las apariciones y le hacían daño a las niñas. Las pinchaban, le metían unos focos por los ojos, porque no pestañearon nunca. Las niñas nunca pestañearon, siempre miraban al cielo con los ojos abiertos. Entonces las madres vinieron donde nosotros llorando por el amor de Dios, cuidar de nuestras niñas que las están maltratando. Entonces a partir de ahí, nosotros los mozos, que éramos unos 20, pues las cuidábamos, andábamos con ellas. Y fue maravilloso porque nos enterábamos prácticamente de todo. Spätestens ab dem 4. oder 5. Tag protokollierte der Pfarrer alles, was sich ereignete und berichtete, dass den Ekstasen um die 600 Menschen beiwohnen und dass es sonntags sogar bis zu 3000 sind. Nicht zu vergessen, dass dieses Dorf nur durch einen einstündigen Fußmarsch erreichbar war, denn man konnte nicht mit dem Auto fahren. Es gab keine Toiletten, kaum Strom, nichts war asphaltiert und alles war voller Menschen. Allein die Tatsache, dass so viele dort sind, ist an sich schon eine Aussage. Am 1. Juli kündigt der Engel einen ganz besonderen Besuch für den darauffolgenden Tag an.
An jenem Tag, den 2. Juli 1961, erscheint ihnen die heilige Jungfrau als unsere liebe Frau vom Berge Karmel. Me llamo Juan Hervás y soy doctor en medicina. Mein Name ist Juan Hervás und ich bin Arzt und Facharzt für Kindermedizin. Ich habe mein Medizinstudium in Valencia, Spanien, abgeschlossen und habe später einen Master in den Vereinigten Staaten absolviert, am Einstein College of Medicine in New York und an der Harvard-Universität in Boston. Garabandal ist wahrlich ein Meilenstein unter den Marienerscheinungen, aus einer professionellen medizinischen Sicht. Die Zahl der Ärzte, die die Mädchen in Garabandal untersucht haben, ist erstaunlich. Ich möchte zunächst einmal etwas zu den Protagonistinnen sagen. Die Schlüsselfiguren von Garabandal sind 4 elf- und 12-jährige Mädchen, die in dieser isolierten Gebirgsgegend Nordspaniens lebten. Aufgrund dieser Isolation hatten sie wohl ein geringeres psychologisches Alter, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Sie hatten, so wird berichtet, zwischen 2.000 und 3.000 Erscheinungen, begleitet von sehr lang anhaltenden Ekstasen, mitunter 6 oder 7 Stunden lang. All dies, zusammen mit außergewöhnlichen sichtbaren Phänomenen, zog viele Ärzte und Theologen an. Por eso, en el cuadro que era, se llama La Calleja, pusieron maderas por arriba y por abajo para que no entraran a tocarlas. Intentaron moverlas muchos. Yo personalmente intenté elevarlas, cogerlas, las asilas y levantarlas estando en éxtasis, y bueno, imposible. Salían de la iglesia en éxtasis y tenían que subir a la calleja, debajo de los pinos. Entonces los mozos teníamos que ir uno por un lado, otro por otro, y unos delante y otros detrás. Era una sensación rara. Corriendo, 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 y de vez en cuando, pues, ¡pas! Pegaban un giro, porque por la calleja de no sé qué, por la calleja de no sé cuál, hasta que en algún momento empezaban a correr de tal manera que levantaban los brazos en cruz y parecía que en lugar de correr volaban a una velocidad tremenda. Nosotros no éramos capaces de seguirlas. O sea, a esa velocidad había un momento en que de vez en cuando ¡pum! Pegaban un frenazo en seco. Y nosotros, en lugar de frenar, lo que hacíamos era salir todos disparados, porque no podíamos frenar en seco. Y luego, con los brazos en cruz, cogían carrería otra vez hacia atrás, a la misma velocidad que corrían y volaban hacia adelante. Y luego eso se trasladó ya, y en lugar de hacerlo en el pueblo nada más, corrían monte arriba. Y de noche, corrían monte arriba, todos con luces, con linternas, como pudiéramos y tal. Y por aquellos andurriales, pues te pegabas unos porrazos tremendos, te caías 20.000 veces, ellas nada. Por ahí subían a los pinos, bajaban, daban un recorrido por todos los lados y al final acababan en casa. Y claro, en esas correrías, pues mucha gente se dejaba los zapatos o lo que fuera. Y bueno, tanto es así que en algún momento, en casa de Conchita, Conchita dijo a Serafín, a su hermano, oye, que me dice la señora que ha perdido el zapato no sé qué, vete a tal sitio que ahí está. ¿Qué dices? De noche. Que sí, que vete, no sé qué. Mira, pegando a la cuadrada, no sé quién, ahí arriba, antes de llegar a los pinos, tal, ahí está. Y Serafín, el bueno de hombre, pues corría y hacía lo que decía su hermana. Y bajaba con el zapato. Die Mädchen fielen in Trance, in einen veränderten Bewusstseinszustand mit Aufhebung der Sinneswahrnehmung. Das Phänomen begann mit einer Überstreckung des Halses nach hinten, die sehr schlagartig auftrat. Sie fielen, wenn sie zusammen waren, gleichzeitig auf die Knie. Aber eigentlich kann man so unmöglich fallen. Y son unas piedras tremendas, que bueno, que al caer de rodillas, ¡pas! Se oían los porrazos, y sin embargo, al levantarse, miraba las rodillas y estaban intactas, y no tenía ni moratones, ni ninguna rojez, nada de nada. Sie verloren ihren Tastsinn und ihre Schmerzempfindlichkeit, sodass man sie stechen oder sogar verbrennen konnte. Las metían agujas
de esas de cocer sacos de aquella época que tenían la punta, digamos, curvada para cocer sacos, y allí que sin ningún problema les pinchaban. Aber sie fühlten überhaupt nichts. Apareció por allí Máximo Förschler, ein deutscher Ingenieur, erschien dort eines Tages. Er lebte in Santander und irgendwie hörte er von Garabandal. Er sagte uns: Ich bin Protestant, ich glaube eigentlich nicht an die Jungfrau Maria. Aber nun ja, ich verstehe nicht, was da vor sich geht. Es sind einige 11- oder 12-jährige schwache kleine Mädchen aus irgendeinem verlorenen Dorf. Er war sehr stark und sagte: Eins dieser Mädchen kann ich locker mit einer Hand hochheben. Aber wenn sie in Ekstase fallen, kann ich nicht einmal eine ihrer Hände bewegen. Und dabei sehen die Mädchen so entspannt aus. Sie bewegten sich so ruhig, so normal. Aber wenn ich versuche, eine ihrer Hände zu bewegen, kann ich es nicht. Ich traf einmal den Prior des Trappistenklosters, einen Riesenkerl in Garabandal. Gemeinsam haben wir mal während der Ekstase versucht, den Arm eines der Mädchen zu heben oder zu bewegen, aber wir konnten es nicht. Es gelang uns beiden nicht einmal, einen einzigen Muskel des Kindes zu bewegen. Und obendrein haben wir bemerkt, dass das Mädchen sich gar nicht anstrengte. Sie ist entspannt. Ich verstehe das nicht. Por ejemplo, un señor de Madrid, un muchacho de Madrid, joven, no, no, de Barcelona, pues se arrimó a Simón, el padre de Jacinta, y le dice: Simón, yo no creo en estas apariciones. Bueno, yo no creo en estas apariciones ni creo nada. Ando muy mal espiritualmente. Y le dice Simón a este joven: Mire usted, la niña de la izquierda es mi niña. Yo le doy permiso para que vaya usted allá y la toque, la levante, o haga lo que quiera. Yo soy su padre y le doy permiso. Fue este mozo de donde Jacinta, se pone a levantarla y no pudo. Y volvió y le dice: Simón, no he podido levantarla. Eso me parecía a mí, dice él. Termina la aparición y le dice Simón a Jacinta: Jacinta, este señor te quiso levantar cuando estabas hablando con la Virgen. ¿Quieres ponerte de rodillas para que te levante ahora? Se pone la niña de rodillas, lo almozó y la levantó. Ahora creo en Garabandal, ahora creo en Dios. Ay, gracias a Dios. Ahora creo en todo. No, es que es impresionante. Alles, was seit diesen ersten Tagen passiert ist, ist unglaublich. Levitationen, Rückgabe der geküssten religiösen Gegenstände. Pepe Diaz erzählte, das Mädchen hatte hunderte Medaillen und Rosenkränze, die alle miteinander verflochten waren und die sie vor sich hertrug. Sie nahm sie alle und händigte einen Gegenstand nach dem anderen dem richtigen Besitzer aus. Eine Frau gab ihr einst 4 unterschiedliche Medaillen, ihre eigene, die ihres Mannes, die ihres Sohnes und die ihrer Schwiegertochter. Die Gottesmutter küsste sie alle, aber das Mädchen gab sie nicht der Frau zurück. Ohne vorher gesehen zu haben, woher sie kamen, gab sie jede der 4 Medaillen an die richtigen Eigentümer persönlich zurück. Daraufhin sagte die Frau: Welchen Beweis brauche ich noch? Weinend sagte sie dort vor allen Leuten: Es ist unmöglich, alle 4 Medaillen richtig zuzuordnen, ohne zu wissen, wer wir sind und wem jede Medaille gehörte, ohne sie auch nur angeschaut zu haben. Die Jungfrau offenbarte sich in einer Art und Weise, die immer mehr Menschen anzog. Diejenigen, die nach Hause zurückkehrten und die Ereignisse weitererzählten, sorgten dafür, dass immer mehr Menschen von weit her kamen. Soy Román Martínez del Cerro García de Blanes. Conocí Garabandal fundamentalmente a través de 2 jesuitas, Lorenzo Lacabe y el padre Ramón María Andreu. Tenía entonces 15 años. Mi padre era catedrático en el mismo instituto, con un pequeño 600 que teníamos, nos vinimos a ver a Garabandal. Dejamos el coche en Cosío. Era imposible subir desde Cosío a Garabandal porque era una pista forestal llena de barro e imposible, pero encontramos un Land Rover que nos subió a Garabandal. Entonces, la primera que yo viví directamente, a mí me gusta sobre todo hablar personalmente de lo que yo he vivido. Me han contado, sé mucho, he leído, pero yo lo que de verdad viví es lo que más me gusta transmitir porque lo hago de primera mano. Mariloli, tenía aviso por la tarde, por la noche,
y nos fuimos a la taberna o tienda que tenía su padre. Nos sentamos allí, tenía la escalera a mano derecha entrando, después una barra y no había sitio, habíamos 10 o 12 personas y yo me senté en un saco en una esquina de esa tienda esperando esos avisos que la Mariloli podía tener. Pasaban las horas y yo estaba, después del viaje además estaba reventado. Me quedé dormido, mi padre se quedó dormido y todos estuvimos. Y más o menos sobre las 3 de la madrugada, de pronto yo me despierto, ruido, ya. Salimos todos corriendo y pasó la barra en la parte del fondo y Mariloli se había caído en éxtasis en la cocina. Se había oído, fue impresionante, el ruido de las rodillas en el suelo. Eso fue impresionante. Ahora salimos todos a verlo. Yo tenía 15 años, yo iba más de curiosidad que otra cosa. A mí me pasó que cuando yo vi a la niña se transfiguraba. O sea, la niña se embellecía, pero una cosa increíble. La niña era una niña normal y corriente y de pronto era otra. Más bien pálida, con una sonrisa y con una cosa fuera de lo natural. Y a mí eso me impresionó tanto que me empecé a temblar y no era capaz de controlarme y lo pasé fatal. Pero fatal porque yo no sabía si me iba a caer o qué me pasaba. Nadie se me hacía caso porque todo el mundo estaba pendiente de la niña y yo era el que menos pintaba allí. Y en ese momento yo pues me dirigí a la Virgen y le pedí por favor que me quitara aquel temblor. Me lo quitó y desde ese momento empecé a disfrutar. Perdón. Eso. Bueno, desde ese momento empecé a disfrutar de lo que era la presencia de la vida en una presa. Entonces, hay veces que me preguntan ¿cuándo de verdad pensó que la Virgen estaba presente allí? Desde ese momento. Hay dos momentos del Evangelio que a mí me recuerdan mucho aquello. La transfiguración en el monte Tabor, la sensación de que Virgen se está aquí, la sentimos todos. Y la otra, la alegría de, por ejemplo, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Esa alegría y ese bienestar fueron en todas las apariciones. Y sobre todo desde ese momento. Leider sahen das nicht alle so. Viele Intellektuelle hatten damit besonders Schwierigkeiten. Dies zeigte sich, als die sogenannte erste bischöfliche Kommission in das Dorf kam. Sie kamen im ganzen ersten Erscheinungsjahr nur 3-mal ins Dorf. Am ersten Tag der Erscheinungen, an dem die Gottesmutter das erste Mal in Garabandal erschien, waren alle im Dorf. Der Leiter der Kommission, Pater Francisco Odriozola, mit 2 Priestern und 2 Ärzten, Dr. Pinal und Dr. Morales. Mitglieder der Kommission erklärten, dass das Ganze noch am selben Tag enden würde, aber die außergewöhnlichen Ereignisse, die dort stattfanden, wurden nicht untersucht. Tatsächlich kehrte Dr. Morales nie wieder in das Dorf zurück. Er erzählte es selbst in einem Vortrag, den er Jahre später hielt. Ich war nur einmal im Dorf, und doch erwuchs aus meinen negativen Berichten die Verurteilung von Garabandal. Die Kommission tauchte tatsächlich erst Ende Juli wieder im Dorf auf, als sie mitten in der Nacht versuchte, die Mädchen heimlich wegzubringen, um ein rasches Ende herbeizuführen. Die Familien wehrten sich alle, außer die von Conchita. Sie nahmen Conchita mit. Sie verbrachte 8 Tage in Santander und die Therapie, der man sie unterzog, bestand darin, sie zum Strand zu fahren, mit ihr auf die Kirmes zu gehen und sie zu beschäftigen und von Erscheinungen abzulenken. Yo fui con su madre a Santander, a casa de este sacerdote, a buscar a Conchita. Yo vi Conchita, le mandaban que si no negara, que si no lo negaba, a ella la llevarían a un manicomio y a los padres a la cárcel. Entonces ella, hartándose de amenazarla, ella dijo, bueno, pues lo mío no será verdad. Pero lo de las otras, al mejor sí. Muy bien.
Muy bien, Conchita, la palmearon, porque ya lo había negado. Am Tag nach Conchitas Rückkehr aus Santander trafen sich die Theologen und Ärzte der Kommission mit den Leuten im Dorf, die sich für die Erscheinungen interessierten. Ärzte und Priester kamen, um die Erscheinungen auf eigene Faust zu untersuchen. Es gab eine große Versammlung vor der Kirchentür. Davon berichtet Dr. Ortiz, ein Kinderarzt aus Santander, der über 50 Tage lang die Ekstasen studierte. Wenn ein Arzt sich normalerweise etwa 15 Minuten einem Patienten widmet, kann man sich vorstellen, was es diesem Kinderarzt bedeutete, aus Santander anzureisen, um 52 Tage lang die Ekstasen zu studieren. Dieser Mann besaß Berge an Informationen über die Erscheinungen. Als die Kommission Dr. Ortiz das Dokument zeigte und sagte, sehen Sie, das Mädchen hat alles geleugnet, es ist vorbei, antwortete er, aber wie soll diese Unterschrift widerlegen, was ich wissenschaftlich bewiesen habe? Nämlich, dass es sich um eine Levitation handelte. Ich konnte meinen Arm zwischen dem Boden und das Mädchen halten. Kommen Sie, das ist der einfachste Test. Erklären Sie mir bitte, wie sie das gemacht hat. Ach, das war Epilepsie. Er antwortete, das war aber dann ein gewaltiger Anfall. Die Unterschrift des 12-jährigen Mädchens, das sein Zuhause bisher kaum verlassen hatte, wurde unter enormem Druck erzwungen. Wir glauben nicht, dass darin eine böse Absicht lag. Was auch immer geschah, ist nicht leicht zu verstehen, wenn man nicht alle dokumentarischen Quellen konsultiert, die uns heute zur Verfügung stehen. Es gab Dinge, für die einige Menschen eine ernste Verantwortung tragen. Dinge, die ans Licht müssen. Daher müssen einige Fakten berücksichtigt werden, die vielleicht nie sachlich untersucht worden sind. Trotz der Widersprüche nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Am 2. Juli hatte die Jungfrau den Mädchen im Geheimen eine Botschaft mitgeteilt, die sie am 18. Oktober veröffentlichen sollten. Als das Datum näher rückt, machen sich viele Pilger zum Dorf auf. Tausende von Menschen. Das Dorf war voller als je zuvor. Die Pilger mussten den ganzen Tag im Regen und Hagel verbringen. Am Nachmittag schneite es sogar. Me acuerdo del día lluvioso, porque en mi casa había gente y traían unos zapatos muy bonitos. Y entonces, como estaban muy mojadas, entraron en mi cocina y los metieron al horno a secarlos. Y estábamos hablando y se nos olvidaron los zapatos. Y entonces se le quemaron los zapatos, eran marquesas o no sé qué eran, sí. Se leyó en los pinos, lloviendo, llovía a mares. Die Gottesmutter bat die Mädchen, die Botschaft dem Pfarrer vor der Kirche zu übergeben und dort laut vorzulesen. Danach sollte der Pfarrer, Valentin Marichalar, die Botschaft erneut bei den Pinien verlesen. Die Kommission drängte den Priester jedoch, etwas anderes zu tun. Die Botschaft wurde nicht vor der Kirche verlesen. Auch war es nicht der Pfarrer, der sie verkündete. Stattdessen hieß es, die Mädchen würden die Botschaft bei den Pinien vorlesen. Die Zeugnisse sind sehr beeindruckend. Eine Frau erzählt, wie sie hin und her gedrängt durch den Schlamm lief, um einen guten Platz zu ergattern. Als schließlich bekannt gemacht wurde, die Botschaft wird jetzt verkündet, begaben sich die Leute hinauf zu den Pinien. Sie fielen, rutschten aus, stießen sich gegenseitig um. Sie erzählt, das Unglaubliche ist, dass wir uns dabei nicht verletzt haben. Tausende von Menschen versuchten, einen guten Platz zu bekommen. Ich war etwa 60 Meter entfernt und konnte kaum etwas hören. Als die erwartete Botschaft vorgelesen wurde, war ich mit der ganzen Situation völlig überfordert. Wir müssen viele Opfer bringen, viel Buße tun und das Allerheiligste oft besuchen. An erster Stelle müssen wir aber sehr gut sein. Und wenn wir das nicht tun, wird eine Strafe über uns kommen. Der Kelch füllt sich. Und wenn wir uns nicht bessern, wird eine sehr große Strafe über uns kommen. Sie besteht mit Nachdruck auf dem, was sie auch in Fatima gesagt hat. Wir befanden uns damals mitten im Ersten Weltkrieg. Sie sagte, dass die Kriege Folge der Sünden seien und eine Bekehrung dringend notwendig sei. In Garabandal ist es genauso. Was erklärt sie hier bei der ersten Erscheinung? Dass der Kelch sich mit Sünden füllt, mit Beleidigungen, die gegen Gott begangen werden.
Außerdem würde eine Strafe über uns kommen, wenn wir uns nicht bekehren, nicht um Vergebung bitten, keine Opfer bringen und nicht beten. Die Botschaft sprach tatsächlich von einer Strafe. Zuvor hatte sie von einem Wunder gesprochen, aber nur zu den Mädchen. Dieser Punkt beginnt nun eine wichtige Rolle in Garabandal zu spielen und wird als eine besonders große Hilfe für eine besonders schwierige Zeit in der Geschichte verstanden. An jenem Tag wurde die Botschaft jedoch nicht verstanden. Die Leute sagten, diese ganzen Vorbereitungen für eine so winzige Botschaft über Opfer oder den Besuch des Allerheiligsten, das wissen wir doch schon alles. Eine sehr große Strafe, wenn wir uns nicht ändern, das wussten wir schon. Später, in den Jahren nach den Erscheinungen, sagten die Seherinnen immer, das Wesentliche, was im Mittelpunkt stehen muss, sind die Botschaften. Alles, was der Himmel dort vollbracht hat und der Grund für alle außergewöhnlichen Phänomene war, uns auf die Botschaften aufmerksam zu machen. Das Scheitern der ersten Botschaft war für Garabandal ein schwerer Schlag. Viele erwarteten etwas Außergewöhnliches. Deshalb lehnten viele trotz so vieler Wunder die Erscheinungen von diesem Moment an ab. Die Mädchen baten die Jungfrau wegen aller Unstimmigkeiten bezüglich der Erscheinungen, ihnen ein Wunder zu schenken. Tu ein Wunder, und wenn es nur ein ganz kleines ist, zum Beispiel, dass wir fliegen oder dass es am helllichten Tag plötzlich Nacht wird. Was auch immer es ist, lass die Menschen glauben, lass sie wissen, dass du hier bist. Die Jungfrau schwieg stets. Manchmal wurde sie sogar traurig und sagte, eines Tages werden sie glauben. Doch eines Tages sagte ihnen der Engel, Gott wird durch dich und mich ein Wunder vollbringen. Wenn du am 18. Juli die Kommunion erhältst, wird die Eucharistie, die der Engel Conchita auf mystische, spirituelle Weise brachte, für alle, die im Dorf sind, sichtbar werden. Ella creía que era que se veía siempre. Vaya, y le llamaban el milagruco. Y ya cuando dijeron que iba a ser el 18 de julio, creo que era, pues toda la gente que estaba allí por la mañana ya estaba, el pueblo creo que estaba abarrotado, creo porque yo casi no lo veía. Es waren nach Angaben der Polizei an jenem Tag etwa 8.000 oder 10.000 Menschen. Aquello fue pasando el día, coincidió que había baile, estaba tirando hasta cohete, ya no se sabía si por el baile la Virgen vendría o no, y un poco la desesperación de todos de que no se producía el milagro que todos queríamos ver. Pero venía una prima mía. Ay, qué gordísima va a ser. Ay, Dios mío, va a pasar algo muy gordo, porque aquí se siente la gente engañada, porque dice que no hay derecho, porque... Y le digo yo, Angelina, a ver, mira, ven, mira la cara de Conchita. Mira qué cara tiene Conchita. Digo, con estar viéndole la cara a ella, ¿tú te crees que tiene cara de preocupada? De que ha metido una mentira tan gorda y eso, yo nada más que hacía estar allí y ver a Conchita. Y ya, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dios quiere esto, pues con resignación nos fuimos ya para dormir a nuestra casa. Y en el momento que estábamos en la calle, oímos un revuelo enorme. Y entonces ya los que estaban más cerca empezaron, ya están éxtasis, que están éxtasis. Y claro, y nada más casi estar en éxtasis sale. Y se da la vuelta, yo ya me la perdí entonces porque resulta que la gente se abalanzó detrás de ella y yo digo que pisamos a la gente. Cogí una linterna potente. Yo estaba pegado a ella prácticamente y enchufándole con la linterna, prácticamente metida la linterna en la boca. Ella abrió la boca, sacó la lengua, no tenía absolutamente nada. Y de repente apareció un punto. Saca la lengua y empezó a formarse una cosa blanca, 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 muy blanca, mucho más blanca que la nieve. Se fue agrandando en forma de espiral. Era como una moneda de 10 duros, decía yo entonces. Y así la sacaba todo lo que podía. Y yo vi después cómo se le iba aguando así alrededor cuando ya se le estaba deshaciendo. Man fragt Benjamin Gomez, sicher, dass sie nicht in der Tasche oder schon davor im Mund hatte? Schauen Sie, ich war 20 Zentimeter von ihr entfernt. Das wäre unmöglich gewesen. Sie wurde beobachtet. No, no estaba a distancia, no, no, estaba pegado a ella. Pero eso, ¿quién ha dicho que la tenía en los brazos, en las manos? Hombre, es que es una barbaridad. O sea, es que la lengua estaba totalmente limpia, y de repente apareció un punto blanco, un punto, nada más que un punto. En la lengua. ¿Dónde se dio ese punto? La impresión esa tan fuerte, yo no la he tenido en mi vida.
Yo decía, gracias, Señor, ahora sí que estoy segura de que existes, empezaba yo. Yo me he enterado después que alguno de ellos, que después que como que no lo creía después que había sido eso cierto lo que había visto. Dos testimonios contrarios. Zwei gegensätzliche Zeugnisse erreichten am nächsten Tag das Dorf. Eines von ihnen schon an jenem Abend. José Antonio Giuliani hatte das Mini-Wunder nicht gesehen. Er war nicht in der Nähe, als es passierte, und fragte, hast du es gesehen? Nein. Hast du etwas gesehen? Nein, ich auch nicht. Dann ist es klar. Es ist alles eine Lüge, Erfindung. Es ist dunkel, die Mädchen sind geschickt. Wir sind darauf reingefallen. Diese Nachricht der Täuschung verbreitete sich. In Wirklichkeit hatte der Mann nichts gesehen. Conchita berichtet in ihrem Tagebuch, dass jemand zum Bischof nach Santander ging. Es war ein Franziskanerpriester, Pater Justo. Er sagte aus, dass alles eine Lüge gewesen war. Einige Tage später jedoch bat er einige Mitbrüder, sich bei den Seherinnen zu entschuldigen. Er sagte, ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber ich war verärgert. Diese Leute hatten nichts gesehen und gaben trotzdem ein Zeugnis ab, das viel Schaden anrichtete. Ab September 1962 beginnt man bereits deutlich von einer Warnung, einem Wunder und einer Strafe zu sprechen. Die Warnung aus Garabandal wird ein weltweites Phänomen sein. Eine Gnade Gottes für jeden von uns. Eine Bekundung der Barmherzigkeit Gottes. Die größte Gnade, die Gott uns in dieser Welt gewähren könnte, ist den Zustand unserer Seele zu erkennen und zu erfahren, wohin wir in diesem Zustand kommen, wenn wir sterben. Die Gnade der Warnung wird sein, als ob plötzlich die Zeit stillstehe und alle für einen Augenblick die eigene Seele sehen könnten, so wie Gott sie sieht. Das Gute, das wir getan und unterlassen haben, und das Unrecht, das wir begangen haben, damit wir so einen Anstoß zur Bekehrung erhalten. Conchita sagte, nach der Warnung werden wir weinen, wenn wir sehen, wie sehr Gott uns liebt. Loli wusste das Datum der Warnung und erklärte, dass diese zu einer Zeit geschehen würde, in der Spanien und die Welt sie brauchen würden. Sie sprach von der Kirche, die zu verschwinden scheine. Es wurde viel über den Kommunismus gesprochen. Um Spanien würde es sehr schlecht stehen. Ich fragte, schlimmer als jetzt? Sie sagte, ja, schlimmer. Alle werden wissen, dass es von Gott kommt, obwohl einige versuchen werden, dies zu leugnen. Man wird versuchen, Dinge zu verzerren. Aber der Herr kehrt zu uns zurück. Wie? Mit einem Wunder. Damit wir glauben können, dass das, was wir erlebt haben, real ist. Und nicht so, wie es uns einige Leute versuchen, klarzumachen. Das Mini-Wunder der sichtbaren Kommunion steht im Gegensatz zum großen Wunder, welches sie ab Herbst 1962 verkündet. Sie sagte, dass es sogar größer als das Sonnenwunder von Fatima sein würde. Und warum sollte dieses Wunder geschehen? Conchita fragte Jesus im folgenden Jahr, Herr, ist es, um viele Menschen zu bekehren? In einer inneren Einsprechung antwortete er, nein, Conchita, sondern um die ganze Welt zu bekehren. Das Wunder wird so gewaltig, so beeindruckend sein, dass es die Menschen ohne eine besondere Gnade umbringen wird, so wie es Pater Andreu umgebracht hat. Vor Glück, aber es bringt einen ums Leben. Zwei Menschen haben das Wunder gesehen. Einer davon war Pater Luis Maria Andreu. Er wird der fünfte Seher von Garabandal genannt. Eines Tages, während die Mädchen in Ekstase waren, erscheint er plötzlich im Blickfeld der Erscheinung. Die Menschen hören ihn viermal aufschreien. O Wunder! An diesem Abend erzählt er seinen Mitpilgern auf der Rückfahrt, unsere Gottesmutter liebt uns so sehr, was für eine Mutter wir doch im Himmel haben. Heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. Er schlief ein und wachte nicht wieder auf. Er war ein Priester, knapp über 30 Jahre alt, also jung, gesund. Alle waren erschrocken über seinen plötzlichen Tod an dem Tag, als er das Wunder von Garabandal gesehen hatte. Es gibt noch jemanden, der das Wunder gesehen hat, der heilige Pio von Pietrelcina. Pater Pellegrino erzählt, ich war der letzte geistliche Sohn, den Pater Pio noch zu Lebzeiten aufnahm. Er sagte, dass Pater Pio vor seinem Tod das Wunder gesehen hatte.
Pater Pio ordnete an, den Schleier, der sein Gesicht 3 Tage nach seinem Tod bedecken sollte, Conchita zu übergeben. Dieses Wunder und das Zeugnis derer, die das Wunder erleben werden, sind wichtig, damit Garabandal zu einem weltweiten Wallfahrtsort wird. Dann werden wir verstehen, was die Jungfrau meinte, als sie sagte, das Wunder von Garabandal wird geschehen, um die ganze Welt zu bekehren. Die Jungfrau sagte in Garabandal, wie in Fatima, wie überall, bekehrt euch, betet, betet, bringt Opfer. Wenn es diese Bekehrung nicht gibt, wird eine Strafe folgen. Die Mädchen haben diese Strafe gesehen. Sie sahen sie in den sogenannten Nächten der Schreie. Eines Tages verbot die Jungfrau allen, zu den Pinien hinaufzugehen. Pero la gente subió al final de las casas y de allí las oíamos. Y unos gritos. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay, Madre! ¡A los niños no! ¡A los niños no! Yo esa noche pensé que era el fin del mundo. Lo tenía totalmente creído. Entonces, porque ellas gritaban y decían ¡que no venga, que no venga! ¡Llévanos junto a ti! Hablaban mucho de la confesión. Que se confiesen todos primero, que no venga, que se confiesen todos primero. El miedo que tenían las niñas ahí arriba, viendo todo lo que vieron, se transmitía a nosotros con oírlas aquella noche, solamente con oírlas. Alles deutet darauf hin, dass es die Offenbarung der Strafe war, sowie der Umstände, unter denen die Warnung stattfinden würde. Eine Zeit großer Verfolgung für die Kirche und großer Schwierigkeiten für die Welt. Die Mädchen fragten, wie wird das genannt werden? Die Jungfrau sagte, man würde es Kommunismus nennen. Yo estaba con la boca abierta porque había allí un franciscano que se quedaba aquí en mi casa. Entonces José Manuel, un chico del pueblo, vio a este sacerdote, padre, padre. Rece, rece, que estamos perdidos. Rezaba, cuando rezaba aquel padre, las niñas callaban. Venía una paz inmensa y percibías esa paz. Pero el padre se cansaba de rezar y volvían otra vez. Callaba la boca, porque él también quería oír y quería hablar con la gente, quería enterarse de cosas y dejaba de rezar. Y era la víspera del Corpus. Y el día del Corpus fue un día precioso. Unas confesiones, unas comuniones, una procesión del Corpus con el Santísimo. Leider denken viele Menschen, wenn sie Garabandal hören, sofort, was ist mit der Warnung, dem Wunder, der Strafe? Warum beachten wir nicht auch alles andere? Denn wenn wir auf die Jungfrau hören, wird es keine Strafe geben. Sie sagte, wenn die Menschheit sich nicht bekehrt. Aber die Jungfrau ist erschienen, um noch viel mehr zu sagen. Die Botschaft von Garabandal umfasst weit mehr. Es ist, als ob wir, wenn wir das Evangelium lesen, an der Stelle verharren würden, in jenen Tagen, wenn jene Tage kommen. Und wann werden diese Tage sein? Und was wird in jenen Tagen geschehen? Lies das Evangelium bis zum Ende. Lebe das Evangelium. Und mach dir keine Sorgen wegen dieser Tage. Vielleicht wirst du bis dahin sowieso schon gestorben sein. Lebe so, wie es die Kirche verlangt. Genau das wünscht Garabandal. Die Menschen sind wegen der Warnung, der Strafe und dem Wunder sehr beunruhigt und interessieren sich nicht für die Botschaft, seid gut, betrachtet das Leiden Jesu Christi. Das ist das Wichtige an Garabandal. Die Zeit der Erscheinungen neigte sich dem Ende. Im Januar 1963 hörten die Mädchen auf, die Jungfrau zu sehen. Nur Conchita sollte sie wiedersehen, obwohl sie fast 2 Jahre darauf warten musste. Schließlich verkündet ihr die Jungfrau am 8. Dezember 1964, dass sie eine weitere Botschaft für die Welt habe. Alle können sich noch deutlich an die Krise erinnern, die die erste Botschaft von 1961 auslöste. Jetzt aber, wo alles noch gespaltener ist, wird plötzlich eine weitere Botschaft angekündigt, und zwar von einer einzigen Seherin. Das Datum rückt näher und siehe da, die Leute erwarten ein Ereignis. Es kommen mehr Menschen ins Dorf als je zuvor.
Es gibt beeindruckende Zeitungsberichte aus jenen Tagen. Ein Journalist aus Barcelona, Juan Poxoler, schreibt: Wir stiegen in der Nacht vom 17. hinauf. Als ich im Dorf ankam, sah ich Menschen, die unter den Türstürzen schliefen, auf dem Heuboden. Ich verfasste ein paar Texte, um sie an die Zeitung zu schicken, während neben mir zwei englische Frauen auf ihren Ellenbogen gestützt schliefen. Das Dorf war überfüllt. Es waren 12.000 bis 15.000 Menschen. Keiner weiß, wie viele es genau waren. Der Nachmittag verging und es gab keine Ekstase. Irgendwann benachrichtigte das Mädchen die Leute, dass die Ekstase in der Calleja stattfinden würde. In dem Moment versuchten die Leute verzweifelt, die besten Plätze zu bekommen. Es ist beeindruckend. Die Ekstase dauert etwa 12 Minuten. Man hörte das Mädchen einige Worte sagen, lachen, weinen. Unsere Gottesmutter übermittelte die Botschaft nicht selbst. Einige Monate später sagte die Jungfrau zu Conchita: Weißt du, warum ich am 18. Juni nicht selbst gekommen bin, um dir die Botschaft zu überbringen? Es schmerzte mich, euch das alles zu übermitteln. Aber ihr musstet es zu eurem eigenen Wohl erfahren und damit ihr, wenn ihr alles erfüllt, Gott dadurch ehrt. Da meine Botschaft vom 18. Oktober weder befolgt noch der Welt bekannt gemacht worden ist, sage ich euch, dass dies die letzte ist. Zuvor füllte sich der Kelch, jetzt läuft er über. Von den Priestern, Bischöfen und Kardinälen gehen viele den Weg des Verderbens und reißen viele Seelen mit sich. Der Eucharistie wird immer weniger Bedeutung beigemessen. Ihr müsst euch durch eure Anstrengungen bemühen, den Zorn Gottes von euch abzuwenden. Wenn ihr ihn aufrichtigen Herzens um Vergebung bittet, wird er euch vergeben. Ich, eure Mutter, möchte euch durch die Vermittlung des heiligen Erzengels Michael sagen, dass ihr euch bessern sollt. Die Zeit der letzten Warnungen steht schon bevor. Ich liebe euch sehr und will eure Verdammung nicht. Bittet uns aufrichtig und wir werden euch erhören. Ihr müsst mir Opfer bringen. Denkt an das Leiden Jesu. Überlegen wir mal. Spanien. Vier kaum gebildete Mädchen verkünden, viele Kardinäle, Bischöfe und Priester gehen den Weg des Verderbens und reißen viele Seelen mit sich. Van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas, sí lo recuerdo. Obispos que no dijo cardenales, porque era la palabra muy dura. En público lo por no decir porque es una palabra muy muy dura. Sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. Sí, lo vi. Me pareció muy fuerte. Y también las niñas. Las niñas lloraron muchísimo, no querían decirlo. Y las madres, no querían decirlo. Ay, Dios mío, pero ¿cómo vamos a decir esto? Si los curas son santos, ay, Dios mío, ay. Pero la Virgen les obligó a decirlo. Ten en cuenta que estamos hablando del año 61, 62, 65. La guerra española terminó en el 39. En la guerra española murieron miles de sacerdotes por defender su fe, sacerdotes y obispos. Entonces, a la altura que uno tenía un sacerdote, era de un santo que no podía uno dudar, lo más mínimo, ni nadie dudaba de la santidad del sacerdote. Ahí se ve muy bien también la autenticidad de las apariciones. Si la Virgen no les hubiera empujado, no lo habrían dicho nunca las niñas ni sus madres por todo el oro del mundo. La Virgen les mandó, sí, es necesario que lo digáis. Desgraciadamente. Im Laufe der Jahre und in der heutigen Zeit haben wir leider schmerzvoll feststellen müssen, dass viele Kardinäle, viele Bischöfe, viele Priester auf dem Weg des Verderbens waren. Die Beispiele sind sehr schmerzhaft. Wären die Warnungen der Jungfrau beachtet worden, dass viele tatsächlich auf dem Weg des Verderbens waren, wären einige vielleicht umgekehrt
und wir würden nicht die heutige Situation haben. 40 Jahre nach den Erscheinungen sagte Bischof Del Valle in einem Interview, die Botschaft der Erscheinungen ist korrekt, sehr interessant, wichtig und gut. Was ich jedoch nicht verstehen kann, ist, dass sie sagte, dass viele Priester, Bischöfe und Kardinäle auf dem Weg des Verderbens sind. Aber heute wissen wir, was seit den 1960er Jahren passiert ist und sind bestürzt darüber. Die Skandale innerhalb der Kirche hatte die Jungfrau bereits in Garabandal angekündigt. Sie wollte uns darauf vorbereiten, damit wir in dieser Zeit unseren Glauben nicht verlieren. Die Jungfrau sagte, ihr habt die Botschaft nicht bekannt gemacht, ihr habt die Botschaft nicht gelebt, die Eucharistie. Garabandal ist eine eucharistische Erscheinung. Von der ersten Botschaft an, über die mystischen Kommunionen, dem Mini-Wunder bis zur zweiten Botschaft, weist alles immer auf den Mittelpunkt, die Eucharistie hin. Die Jungfrau sagte nicht nur den vier Mädchen in Garabandal, der Eucharistie wird immer weniger Bedeutung beigemessen. Sie sagt jedem von uns, und du? Welche Bedeutung misst du der Eucharistie bei? Die Phänomene endeten mit der Erscheinung vom 13. November 1965. Danach verließen die Mädchen das Dorf. Conchita ging nach Burgos, wo sie von Pater Manuel Guerra und Mutter Nieves Garcia empfangen wurde. Cuando conocí a Conchita, estaba en Burgos de Superiora. Con la casualidad de que yo no quería ya admitir a ninguna niña más, porque el colegio estaba completo ya. Entonces, al poco tiempo, viene la portera y me dice, hay una familia que pregunta, vino el capellán con ellos, y entonces ya les dije que yo tenía un sitio. Y entonces me dijeron quién era Conchita, me explicaron, y me pidieron que Conchita tuviera un confesor, que don Manuel se ofreció, y una persona que la formara, y me ofrecí yo. Por tanto, entró en el colegio como una niña más, con el nombre de María, para que nadie la molestara en nada. Todas las tardes llamaba a Conchita, una hora o un par de horas, a un recibidor. Todo lo que ella me dijo, la conversación, fue grabada inmediatamente cada vez que hablaba con ella, inmediatamente para no cambiar ni una sola palabra. Yo a Conchita entonces y después la he encontrado inmejorable. No he encontrado una persona ni más normal, sin ganas de llamar la atención de nadie. Cuando ella terminó las apariciones, le dijo a la Virgen que quería ser religiosa. Entonces, nada más terminar las apariciones, se fue a un convento. Se enteraron de que estaba allí porque ella fue a confesarse y le dijo, se conoce que al padre, le dijo, después se supo, pues que ella, que había visto a la Virgen, que tenía dudas algunas veces, si era verdad, si no era verdad, si le parecía a ella que era ella. Y entonces el sacerdote, cuando se enteró que era Conchita, pues dijo, papá, va a decir usted la verdad enseguida. Vinieron dos obispos y dos sacerdotes. Alguna vez le dijeron, sí, pero eso te lo inventaste tú y yo. Sí, porque eso se inventa muchas veces la imaginación. Ah, pues sería, ¿eh? O sea que alguna vez, entre esa conversación tan larga que tuvieron, de 6 horas, ella alguna vez dijo, pues era verdad, claro, ante personas que te has imaginado tú, porque muchas veces pasa eso. Bien, entonces se marcharon con esa idea. Y entonces yo llamé al sacerdote que estuvo con ella, contrario, en Garabandal. Le llamé a Burgos, una vez que Conchita se marchó, y le dije, quería hablar con usted, porque usted ha negado siempre las apariciones de Garabandal, concretamente en este caso que fue al convento, y la tuvo usted 6 horas preguntándole. Y dice, no, 6 horas no, 5. Entonces le dije, bueno, pues muy bien, pues creo que está usted confundido porque esto no se puede hacer con una niña después de confesar y de esta manera. Cuando estos señores se marcharon de esa conversación que la pudo dejar aturdida, entonces ella tuvo una locución. En la locución del señor, interiormente, le dijo, no quiero que estés aquí, quiero que estés fuera.
Y Conchita, es que no me quieres, señor. Y el señor le dice, pero yo quiero que tú estés afuera, como diciendo, como mejor me puedes servir y como debes, es fuera. Bis zu diesem Punkt ist die Geschichte gut bekannt. Als nächstes werden wir darlegen, was nach den Erscheinungen geschehen ist und warum Garabandal so viele Schwierigkeiten mit einer Anerkennung hat. Im Jahr 1962 lehnte Bischof Bethia die Erscheinungen ab. 5 Jahre später versicherte sein Nachfolger, Monsignor Pucciol, alles wäre einfach nur ein Kinderstreich gewesen. In seinem Vermerk heißt es, dass alles eine natürliche Erklärung habe. Monsignor Sirarda, sein Nachfolger, bestätigte diese Haltung. Nach diesen 3 Bischöfen wurde Juan Antonio del Val, der Mitglied der ersten Kommission gewesen war, Bischof von Santander. Daher wusste del Val, dass die Erscheinungen nicht gründlich untersucht worden waren. Deshalb versuchte er, eine neue Kommission zu gründen, scheiterte jedoch 3-mal. Schließlich, nach 12 Jahren fruchtloser Bemühungen, erhielt er die Unterstützung aus Rom durch den damaligen Kardinal Ratzinger, mit dessen Hilfe er schließlich 1989 die 2. Kommission gründete. Hören wir nun einige Zeugnisse aus dieser Zeit. Auch werden wir ein sehr wichtiges Zeugnis von dieser 2. Kommission hören. Nach dem Tod von Pater Pio interessiert sich der Heilige Stuhl verstärkt für die Ereignisse. Ich bin Edward Kelly. Ich stamme aus Seattle, wo ich als Sohn irisch-amerikanischer katholischer Eltern geboren und aufgewachsen bin. Im Jahr 1971 verbrachte ich sehr viel Zeit in Santander. 1972 verbrachte ich 10 Monate dort. Sensationelle Neuigkeiten. In den ersten Jahren wurde nichts geschrieben. Ich habe in den Zeitungen erst etwas darüber gefunden, nachdem die Mädchen ihre Zweifel geäußert hatten. Dann schafften sie es auf die Titelseite der Lokalzeitungen. Sie alle schrieben, es gab keine Erscheinungen in Garabandal. Nichts. Es gibt für alles eine natürliche Erklärung. Ich habe das gelesen und dachte nur, wie unglaublich unwissend die Zeitungen waren. Ich meine, es gab so vieles, das einfach unlogisch war. Ich hatte ein Gespräch mit Bischof del Val Gallo. Er hatte gerade seine eigene Erklärung abgegeben, in der es hieß, meine Vorgänger haben erklärt, dass sie noch nicht urteilen können, ob die Erscheinungen übernatürlichen Ursprungs waren oder nicht. Ich schließe mich diesen Bischöfen an. Ich hatte für ihn die Aussagen der Gutachten aus allen früheren offiziellen Notizen zusammengestellt. Ich hatte nur den Teil, der die Bewertung der Bischöfe zu den Geschehnissen wiedergab. Er untersuchte sie alle und sagte, diese hier, die 2. Aussage von Bischof Bethia aus dem Jahr 1965. Dies ist die beste Erklärung zu Garabandal und diejenige, die meine Meinung dazu ausdrückt. Es war der Vermerk, der die Rechtgläubigkeit erklärte, dass alles im Einklang mit der traditionellen Kirchenlehre ist, der Realpräsenz des Allerheiligsten Sakraments, der Verehrung der Eucharistie und der Gottesmutter. Matern Lafineur, ein französischer Priester, der die Erscheinungen von Anfang an vor Ort studiert hatte, wurde von der Kommission interviewt. Er war sehr überrascht, dass er in einem Restaurant während eines Essens interviewt werden sollte. Noch mehr beeindruckte ihn, dass jedes Mal, wenn er eine Antwort gab, diese in einer Weise umformuliert wurde, die die Wahrhaftigkeit der Erscheinungen am meisten in Frage stellte. Sie fragten ihn, sind Sie sich da sicher? Nun, da bin ich mir nicht sicher. Schreiben Sie auf, dass er darüber Zweifel geäußert hat. Er stellte fest, dass ihm das Wort stets im Munde verdreht wurde. Am Ende des Interviews sollte er die Mitschrift unterzeichnen. Das unterschreibe ich nicht, erklärte er. Daraufhin wurde in aller Gemütsruhe vor seiner Nase sein Vor- und Nachname in Großbuchstaben auf das Dokument geschrieben. Jahre später besuchten einige seiner deutschen Freunde das Bistum, um sich über die Erscheinungen zu informieren.
Sie berichteten, Matern Lafineur hätte ein Zeugnis gegen die Erscheinungen abgelegt, das von ihm unterschrieben dem Bistum vorlege. Er selbst sagte dazu, wie nennt man das im Kirchenrecht? Wenn eine Zeugenaussage schlicht erfunden und unterschrieben wird und anschließend als Beweismittel für ein Urteil vorgelegt wird, nennt man das Fälschung. Ein Beweis, der nichtig ist, hat im Kirchenrecht zur Folge, dass der Zustand des Prozesses in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden muss. Wenn die Beweise falsch sind, muss das Urteil erneut gefällt werden. Eine Untersuchung muss erneut stattfinden. Viele, die die Erscheinungen untersuchten, machten die Erfahrung, dass die Ergebnisse immer wieder auf die negativste Weise interpretiert wurden. Jedem Schritt zugunsten der Erscheinungen begegnete man mit drastischem Widerstand. The story of Menchu Mendiolea. Die Geschichte von Menchu Mendiolea, interessant. Menchu Mendiolea war die Tochter eines bekannten Händlers, der ein Geschäft für religiöse Gegenstände betrieb. Menchu war etwa 16, als sie das erste Mal an einer Art Leukämie erkrankte. Sie unterzog sich im Krankenhaus Valdecilla in Santander sämtlichen Untersuchungen. Schließlich meinten die Ärzte, wir können nichts mehr für sie tun. Es ist besser, wenn sie nach Hause geht und im Kreise ihrer Familie und Freunde stirbt. Sie ging also nach Hause und alle beteten für sie. Aber jemand kam mit einem Kreuz, das angeblich von der Jungfrau in Garabandal geküsst worden war. Ich glaube, dass die meisten Leute wissen, was die Jungfrau den Mädchen erzählt hatte. Durch die Gegenstände, die ich geküsst habe, wird mein Sohn, unser Herr Jesus Christus, Zeichen und Wunder wirken. Menchu verehrte das Kreuz und war geheilt. Ich habe gehört, dass damals jemand vom Bistum Herrn Mendiolea aufsuchte und ihm erklärte, erwähnen Sie Garabandal bitte nicht im Zusammenhang mit der Heilung Ihrer Tochter. Es ist nicht angebracht, Erscheinungen, die falsch sind, mit einer Heilung wie dieser in Verbindung zu bringen. Ich ging also selbst zu Herrn Mendiolea und fragte ihn, stimmt es, dass jemand aus der Diözese gekommen ist, um Sie zu bitten, dies nicht zu erwähnen? Ja. Die Kommission verweigerte, nicht nur Menchus Fall genauer zu untersuchen, sondern legte alles daran, den Fall zum Schweigen zu bringen, indem sogar ihre Familie gebeten wurde, nicht darüber zu sprechen. 1975, 10 Jahre später, war Menchu mit ihrem dritten Kind schwanger. Im 8. Schwangerschaftsmonat wird bei ihr die gleiche Krankheit, Erythrämie, diagnostiziert. Ihr Ehemann, Dr. Angel Alvarez, war Arzt im Krankenhaus von Valdecilla, wo sie zum ersten Mal eingeliefert worden war. Dort wird sie einen Monat lang sämtlichen Tests unterzogen. Da er dort Arzt war, ließ er das gesamte Hämatologie-Team seine Frau eingehend untersuchen, einschließlich dem Chefarzt. Nach vielen Untersuchungen sagte schließlich der Chefarzt, Dr. Subisaretta, zu Dr. Alvarez, dem Ehemann, sehen Sie, wenn Ihre Frau geheilt wird, wäre es ein Wunder. Sie wird das nicht überleben. Am 7. Dezember sagte Menchus Ehemann, meine Frau wurde in Garabandal geheilt und da wir nicht über die Erscheinungen gesprochen haben, ist sie erneut erkrankt. Daraufhin fährt er mit seinem Schwager zu den Pinien in Garabandal. Es schneit. Er steigt hinauf und betet dort den Rosenkranz. Der Schwager sagt zu ihm, hör auf, für Menchu gibt es keine Hoffnung. Als sie zum Auto zurückgehen, sagt Menchus Ehemann, Menchu ist geheilt. Da bin ich mir sicher. Er fährt zurück zum Krankenhaus und bittet Dr. Subisaretta, seine Frau erneut zu untersuchen. Menchu hatte vorher nur 500 Thrombozyten und bei der erneuten Untersuchung sind es nun mehr als 20.000. In den nächsten Tagen wird Menchus Heilung bestätigt.
Menchu ist ein einzigartiger Fall. Zweimal baten sie die Jungfrau von Garabandal und zweimal wird sie geheilt. Ich war ungefähr 20 Jahre alt, als ich einen Kommentar eines Theologen über Garabandal hörte. Er sagte, ich verstehe sehr gut, dass die erste Kommission ein Misserfolg war. Der Bischof sowie der Arzt der Kommission mussten dies zugeben. Ich verstehe, dass die Verneinung der Mädchen durch den Druck des Bischofs Pujol entstanden ist. Die Mädchen leugneten die Erscheinung nur unter Druck, das ist unbestreitbar. Aber es hat eine zweite Kommission gegeben. Und diese zweite Kommission hat den Fall Garabandal gelöst. Als ich diesen Theologen dies sagen hörte, hatte ich natürlich kein Argument. Bis vorletztes Jahr wussten wir ja auch praktisch nichts. Plötzlich nach der Premiere von Garabandal, Gott allein weiß es, fand ich eine E-Mail-Nachricht, in der mir ein fremder Mann den Kontakt zu einem Mitglied der zweiten Kommission mitteilte. Hace 30 años, pues a mí me invitaron a participar en un estudio, trabajo de campo, en San Sebastián de Garabandal. Ni siquiera había oído hablar de ello. Y concretamente fue un antiguo profesor mío de la propia facultad, que se llamaba don Jesús María Vázquez, era padre dominico, y bueno, pues nos mandaron para allí. Ahora no me explicaron para qué íbamos exactamente. Lo cual me resultaba bastante inconcebible, inverosímil, desde el momento en que uno de los aspectos que se enseñan en métodos y técnicas de investigación es la delimitación del campo de estudio. Resulta que aquí no había nada de nada. ¿Vais a ir aquí? ¿A qué? ¿A pasar un cuestionario? Nunca entendí eso. Nunca lo entendí a no ser que pensara mal, en el sentido de que yo tenía dudas sobre la intencionalidad de dichos cuestionarios que nunca jamás en todos sus contenidos se refirieron a lo que los acontecimientos acaecidos allí y, en cambio, se preocupaban muchísimo de en fin, si había habido especulación económica, desarrollo urbanístico, etcétera, etcétera. Cuando llegué no sabía nada, por la noche no dormía, me dedicaba a leer a toda velocidad porque quería saber, pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Y realmente es cuando empecé a ver que aquello no era muy normal. O sea, aquello se salía de lo corriente. De los 5 o 6 solamente hubo otro señor, como yo, que era un profesor de psicología evolutiva de la Universidad de Valladolid. Fernando Lara. Un señor de psicología infantil. Aquí no están las videntes. Y sobre todo, no están las videntes cuando tenían la edad en que tuvieron las visiones. Si añadimos además que este señor era declaradamente, porque él mismo me lo dijo, era ateo, yo todavía entendía menos. A alguien me gustaría que me lo explicase, porque sigo sin entenderlo al cabo de 30 años. ¿Qué fue la primera comisión? La primera comisión no ha existido jamás. Luego, la segunda comisión, que es a la que se supone que yo pertenezco, tampoco existió jamás. A nosotros no se nos dijo, esto es una comisión. Se nos dijo que alguien del obispado, no se nos dijo quién exactamente, era quien había proporcionado el encargo, había dado el encargo y había proporcionado unos fondos para que fuéramos allí a pasar unos cuestionarios. Allí hubo varias personas que se supone que eran miembros de dicha comisión, eso sí, 2 veces comieron muy bien en Carmona. Yo fui a una de ellas y decidí que ya las siguientes no iba. Als Vildósola in Madrid feststellt, dass alle Mitglieder der Kommission ohne eine ernsthafte Untersuchung einstimmig erklären, dass hinter den Geschehnissen nichts weiter als eine städtebauliche Taktik gesteckt hätte, tritt zurück. Er sagte, das Urteil ist aus wissenschaftlicher Sicht untragbar. Wir haben die Erscheinungen nicht untersucht, wie können wir dann ein Ergebnis präsentieren? Ich dije ya al final, bueno, yo no estoy de acuerdo en nada de esto que estoy escuchando.
aquí hemos ido a otra cosa. Es cuando a mí se me dijo que yo no era experto en... Yo soy antropólogo y sí, los sistemas de creencias son de mi competencia por este tema, ¿no? Y entonces es cuando yo dije que iba a presentar, si se presentaba unas conclusiones como aquellas, elaboradas por unas personas, de las cuales solamente uno, Fernando Lara, había estado presente todos aquellos días, y otras tres o cuatro personas habían ido a comer a Carmona en dos ocasiones, y eso sí, un día subieron a pasar los cuestionarios, esas personas no estaban en condiciones de decir nada. Es que yo sigo sin entender a qué fuimos. Por eso digo que si no hubo primera comisión, porque aquella primera comisión no fue seria, es que no ha habido tampoco segunda comisión. Ich fragte mich die ganze Zeit, welche Untersuchung wurde durchgeführt? Was wissen wir über Garabandal? Wie kann ein seriöser Theologe behaupten, Garabandal sei untersucht worden, nur weil es eine zweite Kommission gegeben hat? Nur wenn man diese Vorgeschichte kennt, kann man Ratzingers Antwort verstehen, als er den Bericht vom 26. April 1991 erhält. Tatsächlich wurde in Rom die Arbeit der zweiten Kommission von der Glaubenskongregation unter dem Vorsitz von Kardinal Ratzinger untersucht. Der zukünftige Papst antwortete 1992 mit einem für die Geschichte der Erscheinungen entscheidenden Brief. Darin bekräftigt er, dass Rom alle Berichte der Kommission sorgfältig geprüft hatte, was sein Interesse an dem Fall zeigte. Zweitens erklärte Ratzinger, dass Rom beschlossen habe, nicht einzugreifen, obwohl dies rechtlich möglich wäre. Daher sollte der Fall vorerst offen bleiben. Schließlich schlug Ratzinger dem Bischof vor, das Non Constat auszusprechen, was Ungewissheit bedeutet. Rom konnte keine ausreichenden Argumente finden, die ein endgültiges Urteil rechtfertigen würden. Der Fall musste offen bleiben. Seit 1992 haben alle Bischöfe und apostolischen Verwalter von Santander Ratzingers Non Constat bekräftigt. In Anbetracht des schwierigen Prozesses der Erscheinungen konnte vorerst keine bessere Lösung gefunden werden. Seither steht es den Gläubigen in ihrem Glaubenssinn frei, an die Erscheinungen zu glauben. Aus diesem Grund kann die Haltung der Gläubigen für ein etwaiges positives Urteil der Kirche grundlegend sein. Vor über 50 Jahren endeten die Erscheinungen und immer noch wartet Garabandal auf eine Antwort. Wir haben das Recht zu erfahren, was dort geschehen ist. Nach mehr als 50 Jahren wartet Garabandal immer noch auf eine Antwort. Es ist nach wie vor eine sehr wichtige Botschaft für uns, für jeden Einzelnen. Denn auch heute noch überschüttet unsere Mutter Garabandal mit ihrem Segen. Außerdem ist uns die Jungfrau stets treu geblieben und hat von Garabandal aus mit unglaublicher Kraft gewirkt. Sie ist diesem Ort, der Kirche und der Welt fest verbunden. Nun bittet sie uns, diesen Glaubenssprung zu wagen, zu dem vielen der Mut fehlt. Ich glaube an Garabandal. Ich habe keinen Zweifel daran. Natürlich werde ich immer respektieren, was die Kirche beschließt. Trotzdem möchte ich die Kirche bitten, es leichter zu machen, dass viele Gläubige diesen Ort besuchen können. Gerade in solch schwierigen Zeiten, in denen wir leben, wäre es hilfreich, dieser Sache mit Offenheit und Barmherzigkeit zu begegnen, damit so viele Söhne und Töchter wie möglich sich in Garabandal Gott nähern können. So viele Menschen werden von Garabandal angezogen. Daher muss es dort wohl etwas Besonderes geben. Die Jungfrau hat die Zusage gegeben, dass Wunder, äußere und innere Heilungen geschehen, die bis heute stattfinden. Es ist unmöglich aufzuzählen, was alles über die Erscheinungen gesagt werden müsste. So viele Menschen sind zu Tränen gerührt, wenn sie die Botschaften von Garabandal hören. Es gab zahlreiche Nachrichten der Dankbarkeit nach der Premiere von Garabandal, Gott allein weiß es. So viele Menschen hoffen, dass Garabandal anerkannt wird als Glaubenshilfe für viele Christen, die die Sehnsucht haben, an Gott zu glauben. Möge unsere heilige Mutterkirche uns helfen, diesen Sprung zu wagen in einer Welt, die den Glauben verloren hat und unseren Mut braucht. Yo quiero que el mundo se salve, porque así lo percibimos en Garabandal, que la Virgen vino para que todos los seres humanos se salvaran. A las almas les falta
sentí la maternidad divina en cada alma. Y eso es lo importante que se siente aquí en Garabandal. Una de las cosas que a mí me gustaría... Eines der Dinge, die ich mir wünsche, ist die Gründung einer medizinischen Kommission, die die Erscheinungen in Garabandal und die damit verbundenen Phänomene untersucht. Vor allem die mit Garabandal in Verbindung stehenden Heilungen von Menschen. Ich denke, es ist eine Pflicht, den Fall Garabandal wieder aufzurollen. Es hat dort so viele Ereignisse gegeben, die niemals in ihrer Gesamtheit erfasst werden können. So viele Menschen haben dort so viele verschiedene Dinge erlebt. Eine Unzahl an Gnaden, Heilungen, Bekehrungen. Wir gehen alle einer persönlichen Begegnung mit Jesus entgegen. Aber wir gehen auch einem Eingreifen Gottes in jede unserer Seelen entgegen, ganz persönlich. In der gleichen Weise wird Gott in die Welt eingreifen, um die Dinge wieder in die rechte Bahn zu leiten. Es besteht eine große Hoffnung, dass sich sehr viele Dinge zum Besseren wenden werden. Garabandal ist nicht abgeschlossen. Garabandal ist nicht vorbei. Ich würde sagen, Garabandal lebt. Was wird der Himmel nicht für uns wagen, damit die Botschaft der Jungfrau heute bekannt wird? Das sind die Geschichten von heute. Und wenn wir es zulassen, wird der Himmel noch weiter Gnaden ergießen. Man wird erkennen, dass der Gnadenstrom in Garabandal nie versiegt ist und dass unsere Mutter eine wirkliche Mutter ist, die an unserer Seite einen unaufhaltsamen Gnadenstrom auf die Erde ergießt, weil sie uns liebt. Garabandal ist heute ein unaufhaltsamer Gnadenstrom. Madre en Garabandal, soy tan feliz.